Hallo Freunde, hier ist Michi. Also, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, ansonsten kann ich die Freude nochmal verbreiten. Unser Debütalbum Pacific Playland, was wir 2013 rausgebracht haben, wird jetzt 10 Jahre alt. Und damals haben wir das nur als CD rausgebracht, in der 2000er Auflage, glaube ich. Und jetzt kommt es endlich ins Internet. Dank Big Egg Records, mit dem wir das zusammen machen, aus Cardiff, Wales, kommen die ganzen Songs jetzt nach und nach bei Spotify hoch. Und dem zum Anlass würde ich gerne über die ganzen Songs reden. Das heißt, wir gehen mal einfach Song für Song durch. Zumindest, wenn es was Spannendes dazu zu sagen gibt. Ich bin ja nicht mehr ganz sicher, wie die Reihenfolge ist, in der wir sie geschrieben haben. Aber ganz sicher bin ich mir bei Song 1, Can Evil. Can Evil ist der allererste Song, den ich selber geschrieben habe, als ich so 18 war oder so. Eigentlich cool. Also ich war jetzt auf Klassenfahrt und da war so ein Spielautomat mit so Zombies und das fand ich richtig cool. Und dadurch ist Carnival entstanden. Deshalb der erste Song, den wir damals einstudiert haben. Also in der ersten Version war der ganz schrecklich, aber so wie wir ihn für das Pacific Planet Album aufgearbeitet haben, ist er doch ganz großartig geworden. Genau, deswegen auch der erste Song, den wir damals zusammen einstudiert haben. Matze, Erik und Michi. So. Dann kommt Last Days on Earth oder seit Ewigkeiten von uns liebevoll SZA genannt. Wegen seiner, Ähnlichkeit zu System of a Down oder tatsächlich eher zum Soloalbum von Serj Tankian, zum Electric Dead, weil das fanden wir damals alle richtig, richtig großartig und Matze kam mit diesem Anfangsriff an, diesem und dadurch ist der Song damals im Proberaum entstanden, einer der ersten Songs, die wir damals zusammen geschrieben haben. Also, ich glaube, den Satz kneife ich mir ab jetzt, weil alle Songs die ersten sind, die wir jemals gemacht haben. Happening haben wir auf unserer allerersten Tour geschrieben. Damals, also streckenweise im Auto, streckenweise bei irgendwelchen Raststätten, wenn wir Langeweile hatten, mit Akustikgitarre und daraus ist der entstanden. Da waren wir damals richtig stolz drauf. Das ist irgendwie das erste Mal, wir damals als Supportband von Sonic Boom 6 aus England irgendwie 5 Konzerte gespielt und wir durch Deutschland gefahren mit einem kleinen Auto damals. Das war ganz cool. Song Nummer 4, Talk to the Dead. Schöner Punkrock-Kracher. Ich überlege gerade, ob es dazu eine Geschichte gibt. Ich glaube, es war einfach, wir haben damals einfach Songs geschrieben. Und das ging damals super, super fix. Einer kam mit einer Idee im Proberaum, wir haben irgendwie gedaddelt und dann ist der Song fertig geworden. Ich fand den damals richtig cool, als der frisch rauskam. Vor allem hartes Riff, was er da im Refrain macht, das habe ich richtig lange versucht, auf Akustikgitarre nachzuspielen. Ich habe das ein paar Mal auf Auftritt gemacht, bei denen das nicht so gut funktioniert hätte. Aber mittlerweile, ja, ist ein Klassiker, ich freue mich über den. Dead and Breakfast, seit jeher, seit er geschrieben wurde, eigentlich ein Bühnenklassiker. Der ist ja mit seiner Schunkeleinsatz quasi nicht mehr wegzudenken aus unserem Set. Den haben wir damals geschrieben und dachten uns, da muss auf jeden Fall ein Akkordeon rein. Wir kannten damals Nils, der zeitweise auch mit uns getourt ist, und haben die gefragt, ey, würdest du da Gastakkordeon für uns machen? Der war damals dann auch ein paar Mal als Gast mit, nur für den Song, bis er dann irgendwann auch ein bisschen fest in der Band war. Mittlerweile ist er aus der Band ja ausgetreten. Dan Breakfast, den kennt man von Spotify und natürlich vor allem von YouTube schon wegen des Videos. Der ist, als wir damals das Telling Horror Stories Album 2015 rausgehauen haben, über Springstoff Records, ist der mit auf dem Telling Horror Stories Kanal, weil wir den unbedingt bei Spotify und Co. haben wollten. Aber eigentlich ist er von Pacific Playland und da wandert er auch wieder hin, wenn das Album dann draußen ist. Genau. Think from Another World, unser erstes Musikvideo. Damals auf dem Abrissgelände in Schöneweide, richtig geiles Musikvideo gedreht. Was soll man sagen? Wir hatten einfach Bock, vor allem Hatze und ich, mal so einen NoFX-Style Skatepunk-Song zu machen. Und daraus ist Think from Another World entstanden. So als roter Faden zieht sich durch das Album ja, dass ich und wir damals viele Horrorfilme geguckt haben, weil das damals ja noch von uns liebevoll als Horrorpunk bezeichnet wurde, wovon wir nach und nach zum Start gekommen sind, zumindest was den Musikstil angeht. Ja, Nameless, da haben wir uns diesmal entschieden, den als Vorab-Single rauszuhauen. Der ist ja seit dem 14. Juli schon draußen und am 27.07. kommt das ganze Album bei Spotify 2023 für alle Leute, die es im Nachhinein gucken. Nameless ist großartiger Song. Also tatsächlich auch der erste Versuch, damals ein Musikvideo zu machen. Damals mit Mario Dirks an der Kamera und dem Schnitt und der Regie.
das haben wir nie rausgehauen, das Video. Aus dem Material ist das Thing from Another World Video entstanden. Aber das Nameless Video haben wir uns tatsächlich aufgespart. Für jetzt, für diesen Re-Release. Und das ist cool. Wenn das Video rauskommt, ist es wahrscheinlich schon bei YouTube rausgekommen. Da oben könnt ihr dann mal raufklicken und das angucken. Großartig. Zombies Ate My Neighbors, auch ein Bühnenklassiker von uns. Und zwar in der Country-Version, in der wir den auch live spielen. Auf dem Telling Horror Stories ist ja so eine Dua-Brock-Roll-Remake von dem Song. Und tatsächlich ist die Country-Version auch schon ein Remake von der ersten EP, die wir ganz am Anfang rausgehauen haben, von der Monster Invasion. Da war das noch ein 30 Sekunden Punkrock-Song. Gut. Starker Song, bleibt auch im Set, ist fantastisch. Ich glaube, es vergeht kein Konzert, egal ob einer von uns Akustik spielt oder wir zusammen in irgendeiner Besetzung. Zombies Ate My Neighbors ist immer dabei. Fantastisch. Song Nummer 9, Dead Rabbit. Da folgt auch noch sowas wie ein Musikvideo zu. Aber 2023 gedreht. Stark. Also ich kann sagen, wir haben das damals am Ende dieses Songs, ist ja so eine Rückung, wo wir immer weiter nach oben gehen. Und das haben wir dann irgendwann live gelassen, weil wir es nicht so gut hingekriegt haben. Auf dem Album geht's ja mit Effekten. Aber wir machen ja am 27.07. zum Release auch ein Konzert, wo wir alle Songs, auf denen wir alle Songs von dem Album am Stück einmal spielen, hier in Berlin in der Weißen Rose. Und da werden wir ein Original spielen und ich kann sagen, wir können es mittlerweile. Und das wird ganz stark. Kommt mal vorbei, hört euch das an. Vielleicht das letzte Mal, dass wir ihn live spielen. Man weiß es nicht. Resurrection. Oh, noch ein erstes Mal. Das war das erste Live-Video, was wir auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen haben. Ganz gruselige Qualität. Irgendwie mit einem Camcorder in einem dunklen Club gefilmt. Könnt ihr aber draufdrücken. Das war da gerade neu. War mal richtig stolz drauf. So mit Riffing und so. Man hat so kam mit diesem an. Das war cool. Und dank Ruti von Pommes oder Pizza ist der ja, wenn wir ihn spielen, immer mit einem Mitmachpart belegt. Ich sag nur, Song Nummer 11. Dr. K. Oder wie er eigentlich heißt, Dr. Cargo. Den haben wir geschrieben, weil wir damals, wie gesagt, so, oder ich vor allem, großer Horrorpunk-Fan war. Und wir haben damals unser erstes Interview gegeben bei einer Show, bei der nur Horrorpunk-Acts ihre Interviews gegeben haben. Also Jerry Only von den Misfits war seinerzeit da. Und auch die Bloodsucking-Zombies vom Outer Space waren am Start. Und als wir da gewesen sind, haben wir uns gut mit den Leuten verstanden und haben gesagt, ihr braucht ein richtiges Intro. Wir schreiben euch jetzt einen Titelsong. Und eigentlich ist diese Melodie dieses sollte eigentlich quasi der, wie sagt man denn, das Thema der Show werden. Und der ganze Song drumherum quasi über die Show handeln. Da kommen quasi auch die Worte her. Mittlerweile gibt es die Show nicht mehr, so wie es mit YouTube-Shows halt so ist, die kommen und gehen. Aber es gibt ein paar Folgen, in denen man das noch hört. Natürlich leider nicht die Folge, in der wir selber Interview gegeben haben. Sei es darum. Dr. Caro, Dr. K, Nummer 11. Nummer 12, Black Harlequin. Den Song habe ich geschrieben. Und zwar für meinen Bruder damals. Als der 30 geworden ist, wollte ich ihm ganz klar machen, der hat mich mal in einer Metalband gespielt. Und ich wollte ihm ganz klar machen, dass das nicht das Ende seiner musikalischen Karriere ist, nur weil er diese Band nicht mehr hat. Und der große Hit seiner Band hieß Mr. Harlequin. Und den fand ich immer großartig. Und da ich eine Horror-Punk-Band haben wollte, habe ich gesagt, ich mache jetzt einen Black Harlequin. Und deswegen ist die Stimme, die schaudend im Refrain zu hören ist und die im C-Part, dieses The Return of the Black Harlequin, das ist mein Bruder. Und da habe ich mich richtig gefreut drüber. Auf der CD im Booklet steht auch als Credits Thomas El Diablo. Als Credits, weil alle immer einen Horrorpunk-Beinamen haben mussten. Und Nummer 13, der Abschluss des Albums. Skeleton Theater. Gab es auch schon auf der ersten EP, aber in einer ganz anderen Version. Und den haben wir richtig aufgepimpt. Da ist ein richtig starkes Riffing drin. Da kam Erik damals mit so einem geilen Rhythmus ein bisschen. Dan, 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 brrn, badabn, da. Richtig cool. Und am Ende hören wir ein Gedicht, das entnommen wurde einer Folge von Doctor Who. Man hat es Lieblingsserie. Genau, das sind die 13 Songs vom Pacific Playland Album. Die sind bei Spotify zu hören. Wer Lust hat, sich die Songs bei iTunes und Co. zu kaufen, der bekommt die zwei Bonustracks. Damals war die Idee, wir haben ja damals, es gibt ja diese zwei Figuren, die wir benutzen. Diesen
kleinen männlich gelesenen Jungen mit den Augen in der Hand, mit der Käppi, mit der Propeller oben drauf und das weiblich gelesene, eigentlich gleiche Figur, mit anderen Klamotten dann, wenn man mal genau hinguckt, die immer die Zuckerwatte in der Hand hält. Genau. Und eigentlich haben wir, die haben damals zwei Versionen von dem Album gemacht, aber weil es zu teuer war, die CDs verschieden zu pressen, sind die CDs die gleichen geblieben, nur die Cover sind verschieden. Eigentlich wollten wir auf beiden Alben verschiedene Hidden Tracks haben, die bis jetzt unveröffentlicht sind. Auf dem blauen Album sollte Bonanza rauf, also der Titelsong der Serie mit den Wörtern von Johnny Cash. Und auf dem roten Album sollte Diana von Paul Anka als Punk-Version drauf sein. Die sind beide nicht draufgekommen. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sie zu veröffentlichen. Wer also Lust hat, sich das Album downzuloaden, der kriegt diese beiden Songs beide noch dazu. So, stark. Danke fürs Zuhören. Danke nochmal an alle Menschen, die uns unterstützen. Das ist fantastisch. Also zum Just Kidding Album hatten wir schon das große Glück mit dem Cortex und Mannequin Vanity Records und all den Leuten, mit denen wir Podcasts gemacht haben und die Reviews über uns gemacht haben und alles. Da war ganz viel Support und es ist wunderschön, dass uns keiner vergessen hat, jetzt wo wir diesen Re-Release machen, dass wir so viele Shoutouts bekommen. Danke, Freunde, großartig. Wir sehen uns auf den Konzerten. Bis dann.